Kummersdorf Gut, ein Ort mit militärhistorischer Geschichte, wie sie im Landkreis Tettow-Fläming einmalig ist. Wie soll es mit dem Gelände der ehemaligen Heeresversuchsstelle weitergehen? Das war die zentrale Frage, welche auf einer Informationsveranstaltung im Luckenwalder Kreishaus diskutiert wurde. Sie unterscheidet sich von allen anderen militärhistorischen Stellen und Denkmalen dadurch, dass es eben nicht nur zum Beispiel ein Schießplatz war oder nicht nur eine Kaserne war oder ein Trainingsgelände, sondern es war eine Heeresversuchsstelle, in der über einen langen Zeitraum, also über das Kaiserreich bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges, Kriegswaffen erprobt worden sind, ne? Wo versucht worden ist, ne? Also Kriegsmaterial zu entwickeln, um tatsächlich dann den bestmöglichsten Einsatz dann auch zu haben. Wenn man das in Kummersdorf sieht, dann sind Festungen gebaut worden, die mit Panzerraketen beschossen worden sind. Bekannt ist natürlich diese Geschichte der Entwicklung von Raketentriebwerken Werner von Braun, was dann in Peenemünde und was dann in Mittelbau-Dora weiterentwickelt worden ist und die auch im Zweiten Weltkrieg ja Gott sei Dank nur ganz kurz zum Einsatz gekommen sind. Also eine ganz besondere Bedeutung. Also 1875 ging es los. Das zentrale Element ist die königlich-preußische Militäreisenbahn, die, wie man also heute auch noch auf der Karte erkennen kann, viele dieser einzigen Militärstandorte verbindet oder verbunden hat, und Kummersdorf ist eingebettet in eine vielfältige Militärlandschaft, die wir hier im heutigen Landkreis Tettow-Fläming haben. Es ging weiter im Grunde immer zu den Zeiten, in denen also Militär und Konjunktur hatte, also zwischen Kummersdorf speziell zwischen 1875 und 1918. Dann infolge des Versailler Vertrages, also mit einer gewissen minderen Belegung, und dann speziell dann eben wieder ab 1933 bis 1945. Eine Fotoausstellung mit Bildern vom Wünsdorfer Robert Schmidt zeigt eindrucksvoll die Dimension des Geländes und geht auf militärhistorische Ereignisse ein, die den Ort über Jahrzehnte geprägt haben. Sie ist noch bis Ende Februar 2014 im Kreishaus Luckenwalde zu sehen. Das Gelände der Kummersdorfer Heeresversuchsstelle liegt seit 1994, seit dem Abzug der ehemals sowjetischen, dann russischen Streitkräfte brach. 2007 wurde es unter Denkmalschutz gestellt. Hier hinterließ der Zahn der Zeit seine Spuren deutlich. Nun stellt sich die Frage, wie das Areal künftig genutzt werden kann. Aus denkmalschutzrechtlicher Sicht ist der Ist-Zustand sehr bedrohlich, weil viele Gebäude und Anlagen wirklich unmittelbar gefährdet sind in ihrem Bestand, aufgrund von jahrzehntelanger Vernachlässigung. Auf der anderen Seite gibt es verschiedene Pläne, jetzt Windkraftanlagen, Photovoltaikanlagen auf dem Gelände zu errichten. Und wir versuchen einfach zusammen mit dem Landkreis und die Gemeinden eine Lösung zu finden, die dem Denkmal gerecht wird. Also im Moment hat es ja lange Entscheidungsphasen gegeben mit Übertragung von Eigentum an das Land Brandenburg. Es gibt seit vielen Jahren dort Führungen, hat es gegeben über den Verein, der sich dort engagiert. Und das Ziel der Projektgruppe ist eben eine Landschaft, eine Militärgeschichtslandschaft dort kenntlich zu machen, die hoffentlich in der Zukunft zeigen wird, welches historische Potenzial dort schlummert. Das Denkmal militärisches Versuchsgelände soll möglichst erhalten bleiben. Doch angesichts der Gesamtfläche stellt sich die Frage der Finanzierung. Also die Größe der gesamten Liegenschaft sind 3000 Hektar. Davon ist das Denkmal alleine gut 2000 Hektar groß. Und es ist halt eben einfach auch sehr vielfältig, weil es verschiedene Zeitschichten umfasst. Von der Kaiserzeit über die Weimarer Republik, über die Nazizeit bis hin auch zur Nutzungsphase im Kalten Krieg, also zum Beispiel durch die sowjetische Armee. Also es ist halt ein unheimlich vielfältiges und, wiederhole es nochmal, international bedeutsames Denkmal. Von daher ist keiner von diesen typischen Truppenübungsplätzen, wie wir sie in Brandenburg haben. Für eine künftige Nutzung gibt es kein abgeschlossenes Konzept und auch bisher keine Investoren. Auch nach dieser Veranstaltung bleibt die Frage, wie erhalten, also offen. Über eins sind sich jedoch alle einig, das Denkmal soll erhalten bleiben. Schon allein als Mahnmal für künftige Generationen. Wünschenswert wäre aus meiner Sicht, auch meiner ganz persönlichen Sicht, Menschen, Besuchern und möglichst vielen die Augen zu öffnen, was dort passiert ist, zu welchem Zweck das dort passiert ist, zum Nachdenken und zur Diskussion anzuregen, und das möglichst mittels der konkreten
konkret sichtbaren Hinterlassenschaften, also speziell von Denkmalen, von Objekten, von Schießständen und ähnlichem mehr, was also hier in der Ausstellung, die heute eröffnet wird, auch fotografisch sichtbar gemacht wird. Unser Ziel ist ja im öffentlichen Interesse, das Gelände überhaupt erstmal öffentlich erlebbar zu machen, als eine Art Freilichtmuseum. Wir Arbeitstitel ist Museum in der Natur. Einigen klingt dieser Arbeitstitel zu harmlos für diese Dimension, die wir da an historischer Entwicklung erleben können. Aber wie gesagt, es ist nur ein Arbeitstitel. Wir wollen es auf jeden Fall erschließen, dass man das besichtigen kann, sich mit Krieg, mit Zerstörung, mit Größenwahn und seinem Scheitern auseinandersetzen kann. Und das eben am authentischen Ort. Was wir uns wünschen ist, dass alle Beteiligten, das heißt das Land als Eigentümer, der Landkreis, die Kommunen, die natürlich auch Interessen haben an der Nutzung dieses Geländes, zu einer gemeinsamen Konzeption kommen, was die Nutzung und was die Öffentlichkeitsmachung des Denkmales angeht auf der einen Seite und wie eine wirtschaftliche Nutzung dann dafür auch genutzt werden kann, wie eine wirtschaftliche Nutzung dieses Konzept dann auch unterstützen kann. Ne? Schwierig wäre es in der Tat, wenn sehr viele unterschiedliche Interessen eine Denkmalnutzung unmöglich machen würden, ne? Weil einfach an verschiedenen Stellen dann der Charakter des Denkmales völlig entstellt werden würde und damit sozusagen der Zeugniswert des Denkmales natürlich auch verloren gehen würde.